herzlich willkommen von den Azoren. Das Besondere an den Azoren ist, das Wetter ist extrem wechselhaft. Das heißt, hier ist von der einen Minute Regen, dann kommt Sonne, dann kommt wieder Wind, dann kommt alles zusammen. Und das geht hier wirklich so teilweise im Minutentakt. Ich bin hier gerade auf dem Dach von dem verlassenen Hotel Monte Palace. Und das ist einfach nur für ein Jahr offen gewesen. 1989 ungefähr für ein Jahr. Und jetzt hat 2017 eine Firma es gekauft und 2021 wollen sie es wieder öffnen. Und ob das wieder geöffnet wird, man wird es sehen. Aber eigentlich wird es sich echt lohnen, weil die Aussicht ist definitiv sehenswert. Hier in Ferraria mischt sich das Meerwasser mit Wasser in einer Lagune, welches durch einen Vulkan oder unterirdisch erhitzt wird. Ich habe gerade einfach den ultimativen Campspot gefunden. Da oben ging es gerade runter, 25% Steigung. Das ist, glaube ich, das Heftigste, was ich hier runtergefahren bin. Und jetzt hier Auto, Wasserfall und das Meer. Guten Morgen und nach dem geilen Campingspot von gestern bin ich jetzt auch mal auf einer Wanderung zu verschiedenen Wasserfällen. Wandern ist auf den Azoren eigentlich auch ziemlich beliebt und ich habe endlich mal so viel Sonne, dass ich mal nicht die ganze Zeit Jacke an, Jacke ausziehen muss, sondern auch einfach mal das T-Shirt anlassen kann. Naja, das Wasser muss man sich bei dem, glaube ich, ein bisschen dazu denken. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, echt geil mit dieser kleinen Brücke da oben. Dann kommt es da so durch und dann hinten raus. In der Regenzeit, wenn es eine Regenzeit gibt, wäre es bestimmt ziemlich geil. So, die Wasserfalltour ist beendet und ich war an jedem, war eigentlich die ganze Tour komplett allein. Mir sind einmal zwei Mädels entgegengekommen, direkt am Anfang. Ansonsten hast du so ganze Täler
mit Wasserfällen und Buchten und so weiter, wo Sachen, wo Stellen, wo du auch reinspringen kannst, hast du immer für dich. Also Azoren in der Vorsaison kann man eigentlich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie es in der Hauptsaison ist. Am Wochenende war es hier ein bisschen voller, weil da war so ein Blues-Chess-Festival. Da waren komischerweise auch alle Hostels ausgebucht, aber ja. Ansonsten nichts los, zumindest hier oben in der Nordostecke. Baum umgefallen. Baum hat sich hier abgestützt. Okay, jetzt in die Richtung weiter. Ja, das Wetter ist leider nicht mehr so schön. Die Berge hängen so ab 200 Metern voll in den Wolken. Mal gucken, was wir noch ausmachen. Aber hier die bestimmt noch irgendwie einen schönen Wald oder so gibt es ja, glaube ich, weil hier im Norden war gerade alles extrem. Es sah voll noch Dschungel aus. Ey, das Wetter ist gerade mega interessant. Ich bin gerade am Lago do Congro und hier oben ist totale Katastrophe. Hier regnet es und allem drum und dran und der Nebel zieht rein. Und dann gehst du hier gerade den Weg so ein bisschen runter. Dann ist es eigentlich trocken. Und dann ist das Geile, ich war gerade unten am See, komme gerade wieder hoch. Dann hängen die Wolken so direkt im Wald drin. Und die hören unten am See, hören sie direkt über der Oberfläche, so 5 bis 10 Meter über der Oberfläche hört es auf. Du hast den kompletten Blick über den See. Und hat einfach so voll die mystische Stimmung. Und ich war sogar kurz im See drin. Ist gar nicht so kalt, wie ich erwartet hätte von dem Bergsee. So, das war's von den Azoren. Wenn das Wetter schlecht ist, schaut immer, dass ihr eventuell auf eine der anderen Bergseiten kommt. Also bei mir war es zum Beispiel gestern der Norden. Einfach hinter dem Gebirgskamm auf einmal kein Regen mehr. Ich hatte sogar noch Sonne und auf der anderen Seite hing alles in den Wolken. Und heute Morgen war es immer noch genauso. Ich hoffe eigentlich, ich bin hell genug hier. Ja. Und ansonsten mega Empfehlung. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix aus Island und Irland, weil alles grün ist, aber trotzdem vulkanisch. Und vielleicht ist Hawaii sogar so ähnlich, weil das ist ja auch eine Vulkaninsel, wo alles grün ist. Und ja, aber habe keinen Vergleich dazu, weil ich ja noch nicht dort war. So, dann hoffe ich, es hat euch das kleine Video so ein bisschen gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten und ciao. Euer Abenteuer kommt auf jeden Fall.